Wie immer, von euch für euch unnützes Wissen über Pokémon. In Capoeiras Pokédex-Eintrag aus Pokémon Feuerrot heißt es: Es dreht sich um sich selbst und verteilt Tritte. Ist es schnell genug, bohrt es sich in den Boden. Jedoch erlernt es die Attacke Schaufler nicht per Level-Up, sondern nur durch TM bis zur 7. Generation. Erst in Pokémon Schwert und Schild erlernt es diese Attacke auch per Level-Up, auch weil der Pokédex-Eintrag in Pokémon Schwert so ähnlich ist. Das Pokémon Pikachu war Japans Maskottchen in der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Obwohl Nidoran männlich, Nidoran weiblich, Nidorino und Nidoking alle zu den Ei-Gruppen Monster und Feld gehören, kann man mit Nidorina und Nidoqueen nicht züchten, weil Nidoran weiblich nach seiner Entwicklung seine Ei-Gruppen ersatzlos verliert und dadurch zu der Zuchtgruppe Unbekannt zählt. Die Zuchtgruppe Unbekannt ist immer zuchtunfähig. Wenn man in Pokémon Let's Go Evoli oder Pikachu mit einem Dodri die Geheimtechnik Himmelsritt verwendet, so sieht man, wie der Protagonist auf Dodris Rücken sitzend einfach hochhüpft. Dodri fliegt den Protagonisten also nicht zum Ziel, sondern befördert ihn einfach mit einem Sprung schnell von A nach B. Es sieht also nur so aus, als könnte es richtig fliegen, weil der Sprung extrem hoch ist. In Pokémon Let's Go muss man als erstes Rocco, als zweites Misty und als letztes Arenaleiter Giovanni besiegen. Man kann sich die Reihenfolge für die anderen Arenaleiter allerdings frei aussuchen. Der Grund dafür ist, dass die Möglichkeit, über das Wasser zu surfen, nicht mehr an den Arenaleiter Koga gekoppelt ist. Nur in Pokémon Schwarz 2 gibt es auf der Plasma-Fregatte ein Mitglied des Team Plasma, der sagt, dass er vorher Mitglied bei Team Galactic in Sinnoh war und als dieses aufgelöst wurde, er dem Team Plasma beitrat. Bei der Entdeckung einer neuen Bakteriengattung wurde dieses von Forschern der Uni Köln nach Pokémon benannt. Diese nannten sie Pokémon-Nass, weil die Bakterien in kugligen Amöben vorzufinden sind. Dies erinnerte sie an die Aufbewahrungsweise der Pokémon in Pokébällen. Das Pokémon Heatran hat die meisten doppelten Resistenzen von allen Pokémon, nämlich gegenüber der Typen Stahl, Eis, Käfer, Pflanze und Fee. Das sind insgesamt 5 doppelte Resistenzen. In Pokémon Ultrasonne und Ultramond kann man in Kantai City im Hotel Meeresrauschen Achromas sehen. Dieser redet dabei mit sich selbst über sein Erscheinen auf Route 8. In Pokémon Go wird das legendäre Pokémon Xerneas je nach Ort anders angezeigt. Im Pokémon-Menü wird es erst in seiner Ruheform angezeigt, was man an dem blauen Erscheinungsbild erkennen kann. Erst wenn man auf das Pokémon geht, wird Xerneas in seiner Aktivform angezeigt, was sich durch das regenbogenfarbene Geweih am deutlichsten erkennen lässt. Die Johto-Region ist die einzige Region, in der sich die Starter alle auf unterschiedlichen Leveln entwickeln. Feuigel entwickelt sich auf Level 14 zu Igelava und schließlich auf Level 36 zu Tornupto. Kanimani entwickelt sich auf Level 18 zu Tyragrok und auf Level 30 zu Impergator. Schließlich entwickelt sich Endivie auf Level 16 zu Lorblatt und schlussendlich auf Level 32 zu Meganie. Necrozma ist das einzige sagenumwobene Pokémon, dessen Nummer im nationalen Pokédex sich restfrei durch 100 teilen lässt. Es nimmt auch im Alola-Dex sowohl nach der Nummerierung von Pokémon Sonne und Mond als auch nach der Nummerierung von Ultrasonne und Ultramond eine durch 100 teilbare Nummer ein. Im Anime, in der Folge Endlich vereint, sieht man, was passiert, wenn man ein Pokémon fangen will, das bereits von einem anderen Trainer gefangen wurde. Paul versucht in dieser Folge, Ash Staralili zu fangen, dies misslingt aber, weil es bereits Ash gehört. Bei dem Versuch beginnt Staralili zwar rot zu leuchten, aber der Pokéball prallt wieder zurück zu Paul ab. Ein Pokémon-Team kann aus maximal 6 Pokémon bestehen. In den Spielen, Anime und Manga funktioniert das immer etwas anders, wenn der Trainer über 6 Pokémon hat.
In den Spielen wird immer das siebte Pokémon in die Box geschickt. Im Anime passieren drei unterschiedliche Dinge. Im Anime, als Ash sein Krabby fing, teleportierte sein Pokéball direkt es in Professor Eichs Labor. Aber als er ein Stravickel fing, in Stravickel und Arty im ewigen Wald, schrumpfte sein Pokéball und blinkte rot. Im Manga gibt es hingegen keine feste Grenze, wie viel Pokémon ein Trainer mitführen soll. Es gibt dort aber einen Pokémon-Verband, der sich entschieden hat, dass man in Kämpfen maximal 6 Pokémon dabei haben sollte. In Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit und Erkundungsteam Dunkelheit können alle Pokémon von der ersten bis zur vierten Generation als Freunde angeworben werden. Mit der Ausnahme von Shemin und Arceus, da beide noch nicht offiziell zu diesem Zeitpunkt bekannt waren. In dem Anime in der Folge Das Eis ist gebrochen sagt der Pokédex von Lucia, dass die Vorentwicklung von Ramaidon Kranidos, also der englische Name des Pokémon, sei. Nachdem Rocco mit Ash umhergezogen ist, studiert Rocco, um Pokémon-Arzt zu werden. Diesen Entschluss fasste er, nachdem ihm Schwester Joy diesen Vorschlag gemacht hatte und er sich in der Folge der Abschied für diesen Weg, Pokémon-Arzt zu werden, entschieden hat. Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel ist die einzige Zusatzedition der Reihe. Danach sind keine weiteren Spiele dieser Art für die Mystery Dungeon Serie erschienen. Ein Shiny-Pokémon ist für viele Spieler etwas Besonderes, aber für die Speedrunner eher nicht so, denn sie flüchten oft vor diesen einzigartigen Pokémon. Der Grund ist die lange Animation, welche eingeblendet wird, wenn man ein Shiny-Pokémon findet. Ist der Starter ein Shiny-Pokémon, wird der Speedrun dann manchmal sogar von vorne begonnen. Dies macht zwar nicht wirklich jeder, da aber jede Sekunde bei einem Speedrun wichtig ist, kann das auch einen perfekten Run manchmal zerstören. In dem Anime, in den Pokémon Special, die größte Mamoria Arena Krise aller Zeiten, sieht man unter anderem ein Latias in Mamoria City. Dies ist eine Anlehnung an die Spiele von Pokémon Soul Silver, wo man in dieser Stadt ebenfalls ein Latias findet. In Pokémon Schwert und Schild sagt Hopp, dass er der Allerbeste sein möchte, was wahrscheinlich eine Anspielung an Ash, aber auch an seinen Bruder Deleon ist. In der Stadt Engine City wird das von einer Person indirekt bestätigt, dass sein Lieblingsmensch der Champ der Galar-Region ist und dass sein Lieblingswort der Allerbeste sei. Und damit meint die Person Champ Deleon. In Pokémon Kristall wurde die neue Radiosendung Buenas Passwort hinzugefügt. Jedenfalls, wenn der Spieler die Sendung hört, während der Überfall von Team Rocket auf den Radioturm stattfindet, wird die Sendung für Team Rockets Nachricht auf Buenas Passwort auch dann ausgestrahlt, wenn die Sendung aufgrund der Zeit eigentlich nicht verfügbar sein sollte. In Pokémon Heart Gold und Soul Silver ist das nicht mehr der Fall. In Pokémon Go sind Karpador, Evoli und Wablu die einzigen Pokémon eines Community Days, die nur 2 Entwicklungsstufen haben. Alle anderen Pokémon haben eine 3-stufige Evolutionsreihe. Des Weiteren sind Pikachu, Electek, Magma und Roselia die einzigen Pokémon des Community Days, die mit der 2. Evolutionsstufe beginnen. Die Basisstufe wäre in diesem Fall auch gleichzeitig immer ein Baby-Pokémon gewesen. Die Entwicklungsreihe von Hytera ist die einzige, dessen Entwicklungen in verschiedenen Ranglisten sowohl am Anfang als auch am Ende stehen. So ist Hytera das Pokémon mit der höchsten KP-Basis mit Endynalos zusammen, gefolgt von Chanera. Die KP-Basis beträgt dabei auch gleichzeitig das Maximum, was möglich ist, nämlich eine Basis von 255. Gleichzeitig sind aber Chanera und Hytera mit Voneira zusammen die Pokémon mit der niedrigsten Angriffs- und Verteidigungsbasis. Außerdem bleiben bei der Entwicklung von Voneira und Chanera der Angriffs- und Verteidigungswert gleich, mit einer Basis von lediglich 5. Vorsicht, dieser Punkt ist ein Spoiler zum neuen Pokémon-Spiel New Pokémon Snap. Im neuen Pokémon Snap für die Nintendo Switch basieren Ritas Frisur sowie ihre Augenfarbe auf dem Pokémon Viscogon. Viscogon wiederum lässt sich auch in diesem Spiel fotografieren.
Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung zu diesem Projekt hier. Wenn ihr weiteres unnützes Wissen habt, könnt ihr mir das gerne per Privatnachricht via Social Media einschicken. Bitte per Privatnachricht, denn die Zuschauer sollen ja nicht vor dem nächsten Video schon gespoilert werden. Hat euch das Video rund um das unnütze Wissen in Pokémon gefallen? Wenn ja, natürlich hier an der Stelle liken, hypen, nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren bzw. die Glocke aktivieren, um überhaupt nichts mehr rund ums Pokémon-Universum zu verpassen. In diesem Sinne, auf mehr unnützes Wissen über Pokémon.